Grüß Gott, liebe Zuschauer. Mein Name ist Ernst Otto von Drachenfels. Aquanet ist heute bei mir zu Hause und wir wollen gemeinsam meine Aquarienanlage vorstellen. Wir haben hier 45 Aquarien unter Wasser. Das sind zusammen ungefähr 7000 Liter. Und die Fische, die hier gezüchtet werden, gehalten werden, brauchen alle was zu essen. Und deswegen haben wir hier im Garten, wir haben das Glück, dass hier ein alter Swimmingpool war und der ist umfunktioniert worden zum Wasserflohteich. Also unser Wasserflohteich beherbergt natürlich nicht nur Wasserflöhe, aber hauptsächlich sind natürlich Wasserflöhe da drin, große Mengen. Wir haben natürlich auch weiße Mückenlarven drin, die sind besonders natürlich im Herbst vorhanden. Wir haben auch ein paar schwarze drin, aber die paar Stechmücken, die rausschlüpfen, die stören uns eigentlich nicht weiter. Ich glaube, die machen den Kohl auch nicht fett. Wir haben ein bisschen weiter einen ganz großen Weiher und da sind viel mehr Mückenlarven drin, die reinkommen würden. Also selbst wenn wir das nicht hätten, hätten wir trotzdem Mücken abends hier auf der Terrasse. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir hier ordentlich was zu fressen für die Fische drin haben. Da sind im Frühjahr besonders viele Eintagsfliegenlarven drin, sodass man in großen Mengen dann auch verfüttern kann. Die Wasserflöhe müssen natürlich auch gefüttert werden. Das wird gemacht, indem also eine leichte Zugabe von einem Pflanzendünger reingegeben wird in das Wasser. Dann wird er schön grün, dann wachsen Algen und die Algen wiederum werden von den Wasserflöhen gefressen. Dazu gibt es natürlich dann auch Käferlarven, da sind Rückenschwimmer drin, alles mögliche, da sind auch Gelbrandkäfer drin. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sowas dann nicht bei kleinen Fischen mit ins Aquarium reinbringt. Okay. Lohnt sich, ne? Dann gehen wir erstmal rein ins Wohnzimmer und fangen an, die Fische zu füttern. Also dieses Aquarium hier im Wohnzimmer ist 4 Meter lang, 1 Meter tief und 60 cm hoch. Hat also 2400 Liter Wasserinhalt. Die Filteranlage mit den dazugehörigen Pumpen und so weiter befindet sich also im Keller. Wir haben also durch die Decke Löcher gebohrt, Rohre in den Keller geführt, sodass die Wartungsarbeiten, was Wasserwechsel, Filterreinigung und so weiter anbelangt, alles im Keller passiert. Und hier oben hat man eben tatsächlich nur den Spaß an den Fischen. Die Fische, die hier rumschwimmen, sind überwiegend selber gefangen. Die meisten stammen aus Französisch-Guyana, sind auch welche aus Brasilien dabei, aus dem Rio Negro. Und was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass die Fische teilweise sehr, sehr alt sind. Da sind mehrere Fische drin, die bereits seit über 20 Jahren hier in dem Aquarium schwimmen. Dieser große schwarze Fisch hier, das ist ein Acanthicus adonis. Den habe ich seinerzeit selber gefangen, vor über 20 Jahren in Brasilien. Und der Fisch ist also der absolute Chef hier im Becken. Und der herrscht also hier über sämtliche anderen Aquarieninsassen. Und man merkt das also im ganzen Verhalten, das ist der absolute Chef. Diese schlanken Spitzköpfchen Crinicilla hier vorne, das ist Crinicilla tanetzi, die stammen aus dem Oyapock, sind da endemisch. Das heißt, endemisch bedeutet, gibt es nur im Oyapock, nirgendwo anders. Und ich glaube, das ist das einzige Aquarium, in dem es ein Männchen und zwei Weibchen gibt, die sie auch miteinander vertragen. Das Becken ist entsprechend groß, 4 Meter, klar, ist versteckreich eingerichtet und das scheint zu funktionieren. Ich bin also ganz guter Dinge, dass in absehbarer Zeit sich auch Nachwuchs einstellen wird. So, jetzt füttern wir mal hier ordentlich mit Wasserflöhen. Man kann das, glaube ich, auf der Kamera ganz gut sehen, wie die jetzt reinlaufen. Ich fütter ein bisschen mehr an Wasserflöhen heute, weil einige Paare Jungfische haben und damit die auch alle was kriegen, das muss ich in diesem großen Becken auch verteilen. Diese schöne Seerose hier stammt auch aus Französisch-Guyana, blüht sehr schön. Man sieht auch einige Blütenstände gerade unter Wasser, die in den nächsten 2-3 Tagen nach oben kommen. Leider ist es ein Nachtblüher, sodass man dann eben abends ein bisschen länger aufbleiben muss. Also in dem Moment, wo die Beleuchtung ausgeschaltet ist und die Blüten sind reif, gehen die auf. So, jetzt gehen wir mal in den Keller. Hier haben wir so gut 40 Becken unter Wasser. Das Ganze funktioniert über eine Zentralfilteranlage, die befindet sich unter dem großen Becken hier vorne. Die anderen Aquarien sind also kleinerer Natur, das sind 1,20 Meter Becken oder 1,50 Meter Becken, die dann in 2 oder auch teilweise in 3 Abteilungen aufgeteilt sind mit Trennscheiben. Aber dieses Becken hier, das ist 1,50 Meter mal 1 Meter und unter diesem Aquarium befindet sich die Zentralfilteranlage. Hier gibt es einen automatischen Wasserwechsel, das funktioniert relativ simpel über einen Schwimmerschalter, ähnlich wie bei einer Toilettenspülung. Und zur Sicherheit ist allerdings hier nochmal eine Elektronik dazu geschaltet, eine Überwachung, dass ein bestimmter Wasserstand nicht unterschritten werden kann, beziehungsweise nicht überschritten werden kann. Das hier vorne ist eine UV-Lampe, die ist dafür da, dass das Wasser, was jetzt aus dem Zentralfilter rauskommt, der läuft ja von allen 40 Aquarien das Wasser zusammen rein,
da nicht eventuelle Krankheiten von einem Becken ins andere verschleppt werden können. Oh, hier vorne, das ist ein Guyana-Cara-Weibchen, Guyana-Cara GI aus dem unteren Oyapock. Und offenbar muss die Junge oder ein Gelege haben. Schauen wir mal, ob wir was sehen. Ja, tatsächlich da hinten an dieser Steinkante, dieses grün-graue da, ist tatsächlich das Gelege. In dieser flachen Fotoschale sind Eier von Panzerwelsen, die ich in den letzten Tagen abgesammelt habe aus verschiedenen Becken. Und die Eichenblätter habe ich deswegen reingetan, damit die Eier nicht verpilzen. Hier vorne in dem Becken haben wir Apistogramma cacaloides. Das ist ein Pärchen hier vorne, ja, eventuell auch mit Jungen. Ich sehe zwar gerade keine, aber von der Farbe her müsste da was sein. Eventuell ist irgendwo ein Gelege, was wir jetzt nicht sehen können. Aber hier nebenan, da haben wir Apistogramma McMasteri und da sehen wir auch die Kleinen, jawohl, unter den Eltern dieser Pulk Jungfische, der hier herumschwimmt. Die Cacaloides und die McMasteri habe ich eigentlich schon seit vielen Jahren im Bestand, züchte immer wieder nach und sorge eben dafür, dass diese Arten bei mir nicht aussterben. Ja, ich kann den Hahn, wenn ich das Becken im System habe, mache ich den Hahn auf, läuft Frischwasser rein, das Becken läuft durch den Überlauf, ne, das ist ein Edelstahl sieht, wo das Wasser abläuft und das würde jetzt auch Luft mitziehen und dann würde das Geräusche geben. Und damit das nicht passiert, ist auf der anderen Seite, an der Rückseite des Beckens, immer so ein Stutzen nach oben offen, dann läuft das Wasser hier rüber und das ist praktisch der Gulli. Der Keller hat selber keinen Gulli, keinen Bodenablauf. Und die ganzen Abwasserleitungen, die unter den Becken liegen, müssen ein bestimmtes Gefälle haben, damit das Wasser abfließt, damit das sich auch am Ende in den Pumpen so sammelt. Und deswegen musste ich mit der Höhe aufpassen. Ich könnte also mit den unteren Becken auch nicht weiter runtergehen. Hier oben vorne läuft ein Steckdosenkanal, da sind Steckdosen eingebaut. Welche sind über die Schaltuhren gesteuert und welche eben haben permanent Strom? Zum Beispiel, wenn man eine extra Pumpe einsetzen will oder einen Heizstab oder so. Ja, das ist ein richtiges Mickey-Pärchen hier. Der sogenannte Feuermalbuntbarsch, nicht zu übersehen. Die beiden haben kleine und die gehen ganz schön auf die Kamera jetzt auch gerade los. Ja, die sehen doch nett aus. Das sind jetzt hier Westafrikaner, das ist Pelvicacromis tineatus. Bin ehrlich, also welcher Fundort hier anzugeben ist, ist mir nicht so ganz klar. Ja, selbstverständlich interessiere ich mich natürlich auch für Wirbellose. Ich habe auch eine ganze Reihe an Garnelen und Zwergkrebsen und so weiter in den Becken drin. Und diese Langarmgarnelen hier, das sind zwei Tiere, die, ja, aus Versehen mitgebracht wurden vom Oyapock. Die waren in Beuteln drin, wohl wo irgendwelche kleinen Saugwälse drin waren, die ich mal mitgebracht habe vor einiger Zeit. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es sich dabei um Männchen und Weibchen handelt und irgendwann eins der beiden Tiere dann auch mal mit einem Gelege hier durchs Becken läuft. Der Schnecken gibt es natürlich auch hier. Das ist eine Thylomelania hier, die Spätzorange. Wunderschöne Tiere, muss sagen, das ja, ist, glaube ich, meine Lieblingsschnecke, die schönste, denke ich, von den Schnecken, die in den letzten zwei, drei Jahren neu eingeführt worden sind.